Hey, ich sehe dich da hinten wieder. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Kamehameha und so. Hadouken! Das war knapp. Ich sollte wohl den Ball holen. So als kleine Lebensversicherung. Na? Wo ist denn der Ball jetzt? Ach so. So. Folge mir, Ball. Ball, 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 Ball. Da-ba-bam, ba-ba-bam. So. Ich gehe hier erstmal locker und luftig lang, um alles zu erkunden. Jetzt geht das Wasser hoch. Aber ich muss wahrscheinlich das Wasser runterbringen. Oder? Ach so, jetzt habe ich die ja umgebracht. Hey, geil. Super. Das kann ich nochmal aktivieren. Geht das dann wieder runter? Das Wasser? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Und jetzt, wo die nicht mehr mit Feuer rumschießen, ist das alles auch wieder ein Stückchen ruhiger. Ha. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Also den müssen wir wahrscheinlich hier draufsetzen. Einfach mal vermutet. Dann betätigen wir wieder den Spielerschalter. Gehen mit hier drauf. Was? Und wundern uns ganz großartig, was hier gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es sah sehr interessant aus und es hätte mich wahrscheinlich auch töten können. Naja, auf den Spuren des Großmeisters, des Sehers, oder wie auch immer dieser Typ sich nennen will. Ich brauche die Kugel. I need the ball. Wie kriege ich den denn da jetzt hin? Ich muss die Kugel dann hier... Ach so. Sehr gut. Ich muss... Ah! Ich muss die Kugel daran anheften. Und dann kann ich die nämlich rüberziehen. Komm mal rüber. Dann kann ich die Kugel da auch draufladen, wenn ich hier rumgehe. So, das ist jetzt Kugelaufzug, Versuch Nummer 2. Und diesmal scheint es gut zu funktionieren. Oder doch nicht? Anscheinend darf man da nicht drauf. Oh, ist ja interessant. Und bam! Voll rumgefetzt hier. Bam! Wieder bam! Hopp, hopp. So. Was zur Hölle? Ja. Ich glaube, das war wieder ein Spielfehler. Ist hier alles richtig? Ich hoffe mal. Klock, 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 klock. Und die Kugel ist am Spieler. Sehr schön. Nur wie machen wir denn das jetzt weiter? Hier komme ich ja nicht hin. Wo komme ich denn dann hin?
Oder kann ich... Nee, da ist noch eine Planke da oben. Hä? Wie soll ich denn da vorbeikommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel jetzt einen kleinen Fehler gemacht hat. Dadurch, dass da ja sogar das ganze Teil weg ist. Hinweis. Verbinden Sie den Ball mit dem Floß. Platzieren Sie das Floß vor dem Vorsprung in der Mitte des Raumes und lösen Sie die Verbindung. Aber wo muss dann die Kugel hin? Ach so, ah, hier ist das ja aufgegangen. Ah, so kommt man da hoch. Verstehe. Gut. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass das hier ja offen ist. Sehr schön. Ich denke, den Bereich können wir dann noch mal gut geflutet lassen. Und nehmen die Kugel dann mit nach Hause. Auch wenn das auf diese Art und Weise vielleicht etwas dauert. Na, oder doch nicht. Die Kugel ist ja doch recht schnell bei uns. Ach, und im Wasser sind wir auch etwas sehr lahm. So. Sehr schön. Dann hätten wir die Stadttore von Teotl endlich. Okay. Alte Taktik. Catch me if you can. Catch me. Multikill. So, das waren sie alle. Glaube ich mal. So, und weil hier alles erledigt ist, geht es hier auch sofort mal wieder weiter. So. Sehr schön, hätten wir das auch erledigt. Den ganzen Abschnitt. War das jetzt ganz Teotl 1? Das da unten ist immer noch am Klackern. Meine Güte. Checkpoint und wird gespeichert. Und wieder diese komischen Spinnenviecher. Wir brauchen das. Wir kommen so daran. Komm mal her, Küglein. So, das war's mit dir. Du fängst nicht an, mich zu nerven. Auf Generve habe ich keinen Bock. Yeah! Geht das, wenn man da drauf steht? Anscheinend nicht. Wow. Das war irgendwie komisch. Weil ich habe nicht die Bewegungstasten gedrückt. Verliere deine Magie und bleib in der Bewegung stecken. Hey! Tschüss, Ball. Ich hol dich ein. Oh, wie machen wir das denn jetzt, Ball? Du musst dort hinten für mich etwas drücken. Wieder das interessante Climax-Symbol. Ja, ich gehe mal zurück. Hat sich hier was getan? Ja, hat sich. Sehr schön. Dann kommen wir hier hoffentlich... Oh! Hello! Hello! Oh! Ziemlich heiß hier drin. Heiße Angelegenheit. Und wieder... Plattformen. Eieieiei. Zu kurz. Das war zu kurz. Nächster Versuch. Ich bin ein schlechter Plattformer. Ich
verkacke auch in solchen Spielen wie Super Mario. So. Wobei das eigentlich das Einfachste von der Welt ist. Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Geschicklichkeitsspiele die einfachsten sind, aber dieses Phänomen, dieser Unfähigkeit, finde ich sehr interessant. Man weiß genau, was man tun muss. Man muss von dort nach dort springen, von dort nach dort, von dort nach dort und so weiter. Das ist ja, das sind ja keine Gegner. Die sind, das ist ja alles mega berechenbar. Na, und das ist immer so erniedrigend, wenn man dabei stirbt. Zumindest finde ich das so. Spin it. Yeah, like a DJ. Spin it. Right round. Oh, is that a bomb? This is a bomb. Aus dem Weg. Dann macht's immer Badonk. Badonk. Das ist jetzt ein Licht. Da ist wieder ein geiler Aufzug. Hierfür brauchen wir zwei Kisten. Und die Kisten finden wir irgendwo anders. Oh. Wieder solch ein cooles Feld. Wie komme ich denn weiter nach oben? Sprung! Bring mich höher, Scotty! Verdammt, wie... Ah! Die Rätsel sind gut. Die sind nicht schwer oder so. Ah. Sondern man muss sich gut umgucken. Das ist nicht so sehr ein Rätsel für den Kopf, aber ein Rätsel für die Augen. Man muss sehr viel schauen, wo man genau hingehen muss, Schrägstrich sollte. Geh runter! I command you! Just do it! Plup. Plup. Und du verlierst nun auch deine Magie. Ich finde es irgendwie komisch, dass die einfach so in der Bewegung stecken bleiben. Kamen wir von hier? Ja, wir kamen von hier. Das heißt, die andere... Den anderen Companion Cube